Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, ich mache die Tür mal zu. Dann erkläre ich das. Okay, dass es hier so durchleuchtet, ist natürlich auch nicht so gut, aber egal. Ich habe hier einen geheimen Ausgang für den König geschaffen. Falls der hier mal angegriffen wird von seinen Vasallen, dann kann er dadurch flüchten. So ist die Idee dahinter. Und ich glaube, hell genug ist es hier drin. Also das sieht doch richtig gut aus, ne? Und was brauche ich hier oben? Achso, Madenhäute und Leuchtklipper. Madenhäute habe ich bestimmt keine mehr. Also nicht, dass ich wüsste. Madenhäute. Ja, eher wenige. 6 Stück. Ja gut, kann man mal gucken. Leuchtklipper war hier irgendwo drin. Hier Leuchtklipper, ne? Ja, geht nicht. Ja. Essen. Ich will das essen. Hallo. So. Yum. Yum. Verdorbenes Fleisch. Igidigidi. So, Leuchtklipper. Leuchtklipper. Okay. Dann hier nochmal. Oh, ich habe noch welche drin. Sehr gut. Gut, dass ich mitgedacht habe. Kommt ab und zu mal bei mir vor. Ja, es fällt immer schwieriger, das hier ein bisschen spannend zu gestalten. Weil wir haben ja nichts, was ich neu zeigen kann. Ich habe alles gezeigt. Okay. So, lass mich raten. Ich brauche bestimmt noch mal Spriggies. Okay. Was brauche ich hier noch? Ja, Sprösslinge. Dachte ich mir doch. Unkrautstängel. Ein Unkrautstängel hätte ich. Habe ich gefarmt. Den kann ich da rein basteln. So. Aber die Dinger brauchen Grasplatten und rote Ameisenbrocken. Ich sollte vielleicht mal ein paar rote Ameisenbrocken besorgen. Haben wir denn genug davon? Nicht sehr viele. Oh, gar nicht viele. Wow. Steine können hier mal raus. So. Jetzt kann ich nämlich ein paar Ameisenteile mitnehmen. So. Na, okay. Aber das hatte ich heute gar nicht vor, weil es halt so langweilig ist. Ich wollte ja nicht mal von vorne Seidenseile. Na, das bringt mich... Ach, das kann ich nicht bauen. Weil hier oben... Oh, nee, oder? Na gut, dann. Dann muss das zuerst gebaut werden. The roof is on fire. So, mindestens mal da. So, wo unsere Lampen sind. Das wäre dann hier. Da muss ich aber zuerst da bauen. Ne? Und dann kann ich das hier fertig bauen. So. Das darin. Das hierin fehlen nur noch Seidenseile. Die müsste ich aber doch haben. Ja, Seidenseile habe ich. Bin ich ganz sicher. Oh, Seidenseile. Nee, da. Da. Da sind sie schon. Subi. Was mich wieder auf die Idee bringt, dass ich ja eigentlich heute was anderes vorhatte. Zu bauen. Sprich, es ist ja noch ein bisschen was offen. Jo. Was fehlt hier? Ja, Sprössling. Okay. Ameisenbrocken. Und hier brauche ich... Überall Ameisenbrocken. Wie viel brauche ich da? 2 Stück pro Stuhl. Ich werde erstmal das Ding vielleicht fertig machen. Und vielleicht 2 Stühle. So. Und das Ding. Okay. Eichelschale. Ja. 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 Eichelschale und Grasplatten. Ich versuche die erste Reihe hier fertig zu bauen.
die Ameisenbrocken. Ein paar hatten wir noch, aber ob das noch mal 25 sind, wage ich zu bezweifeln. Ne? Hm, ja, es sind nämlich nur 17. 18. Madenhäute haben wir nur 3, aber die brauche ich gar nicht mehr. Ne? Madenhäute habe ich nur gebraucht für die Lampen. Okay, dann kann das Leuchtklippergedöns auch wieder raus. So. Ich habe 9 Larvenstachen. Ja gut, dann ist es halt so. Ah, Leuchtklipper. Saft. Auch nicht. Grobe Seile, ne? Ja gut. So, okay. Grasplatten, Grasplatten, Eichelschale. So. Das. 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 So, dann sind die Tische schon mal ein bisschen fertig. Ne, ich fange von da aus an. Echt. Da muss man so viele Tiere für töten, was ich eigentlich gar nicht möchte. So, Sprosslinge sind... Sprosslinge fehlen hier noch. Hier fehlen Sprosslinge. Es fehlen überall Sprosslinge. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Dann... War das hier? Ja. Nehme ich mal gleich 2 mit. Okay, da machen wir in der nächsten Folge das, was ich heute machen wollte. So. Okay. Also fehlen hier nur noch Grasplatten. Das ist okay. Ich hin. So, und hier die Dinger brauchen die auch? Nee, die brauchen nur Brocken. Fehlt die hier noch? Sprosslinge, ja? Sprosslinge. Ich glaube, ihr habt die Sprosslinge da vorne alle mitgenommen. Das sind nur 4. Brr. Könnte ich jetzt schlafen? Wäre das okay? Dann hätte ich wieder Sprosslinge. So aber eher nicht, ne? Was denn hier passiert? Goldrausch? Wo ist sie? Ach. Die nervt. Die nervt ganz einfach. Okay, Grasplatten. Dann kriege ich das wohl noch hin. Dann könnten wir... Ja. Mache ich gleich. So, Grasplatten hier bitte irgendwo ablegen, wo Platz ist. Wenn hier Platz wäre, könnte ich das ablegen. War es doch gerade blau, oder? War das hier blau? Da. Okay. Tische werden fertig gebaut. Okay. Immerhin etwas. Wir haben doch hier unseren Adeligen nicht einfach einen halben Thronraum hinterlassen. Das geht ja gar nicht. So. Und vorne beim König, die werden natürlich zuerst fertig gebaut. Ja, der geht. Da fehlt ein Sprossling, da fehlt ein Sprossling. Und drüben? Ja, da fehlt so einiges. Grobe Seile zum Beispiel und Sprosslinge. Sprosslinge, Sprosslinge, Sprosslinge. Sprosslinge ist das halbe Leben. So. Okay. So würde das vom König aussehen. Oh, geht. Geht, 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 geht. Okay. Ja, grobe Seile. Grobe, grobe, grobe Seile. Müssten aber mittlerweile fertig sein. Glaube ich mal. Ja, nicht allzu viele, ne?
kann ja noch ein paar machen. Holiday Park. Habe ich nicht gesagt. Okay. So, den Rest würde ich dann mal hier nochmal reinpacken. Okay. So, grobe Seile. Ja. Geh weg. Alles leer. Empty. So, da. Da. Okay. Alles voll? Alles voll. Ach, kann mich hier jetzt auf den Tisch stellen. Super. Ja, grobe Seile ist auch so ein Produkt, ne, was man ständig braucht. So. Ich kann jetzt diese Palette mal mit rausnehmen. Und wie viel Uhr haben wir denn? Warte. 20.15 Uhr, okay. Dann würde ich die mir da vorne wieder hinstellen. Ich glaube, da ist noch eine volle Palette. Dass wir das Roof zumindest mal fertig bekommen. Das Roof, der Roof. The Roof. Also die Decke. Guck mal, kann die da mal abhauen? Die macht mir womöglich meine ganze Falle kaputt. Mann, die ist so nervig. Sollte ich vielleicht mal einen Baum... alles dicht machen, damit die da gar nicht mehr erst raus kann? Wäre eine Idee. Aber, naja. So. Okay, und jetzt da drauf. Subi. Da gehen Stämme drauf. Eieiei. Ich habe das schon mal gesagt, ne? Also ich sag das ständig. So, da vorne ist alles dicht. Da hinten noch ein bisschen was. Ja, okay. Zwei kriege ich noch hin. Das war's dann aber auch. Und somit kann ich dann das, was ich für heute vorhatte, gar nicht mehr bauen. Weil ich brauche mehr Stämme. So, Grasplatten und Ameisenbrocken. Boah, das würde ich dann mal so zwischendurch machen. Da habe ich auch nichts mehr zum Essen da, ne? Nicht gut. Gar nicht gut. Also schlafen gehen ist vielleicht nicht die beste Idee. Was mache ich denn jetzt? Ja, schlafen gehen ist schon okay, aber... Ja, komm, mehr geht mal schlafen. So. Okay, so jetzt muss ich das auf den Grill packen, sonst habe ich nämlich nichts zum Essen. Das kann ich nicht essen, oder? Nee. Okay, gut. Eichelschalen, die waren da drin, ne? So, versuche jetzt mal rauszupacken, was ich rauspacken kann. Okay, schauen wir mal nach. Ja, so 7 brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich brauche die Steine nicht mehr. Oh, warte, das kann ich doch mal abbrechen. Auf keinen Fall. Reparieren. Ja, sehr gut. Ja, trockenes Gras war hier drinnen, ne? Ja. Haben wir auch nicht mehr sehr viel. So, die grobe Seile kommen noch mal hier hin. Ja, die Steine kommen darin. Und dann, warum ist das, wenn ich
das hier so drücke, das immer so. Naja, egal. Du dahin. Und dich werde ich jetzt auf den Grill werfen. Hallo. So, da muss ich da hinten. Irgendwas muss ich da noch umstellen. Und zwar. Ne, also, das ist ja die Küche, aber ich kann nichts kochen, weil hier nichts in der Nähe ist. Gar nichts. Doch da. Da wäre was in der Nähe. Aber Bienenpelz habe ich drüben liegen, ne? Fliegenklatschos, Madenschleim und so. Das ist alles nicht hier. Das braucht man ja auch zum Kraften, oder? Hört so. Was ist das? Ach, das Ding. Die Ziegelwand. Die ist noch gar nicht gebaut. Essen, 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 essen. Warte. Nicht da draufhauen. Kurz warten. Und, ich sag's nochmal, das ging mal schneller. Oh. Und essen. A little chewy, but not bad. Was gut wäre, was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger machen würde, wenn du jetzt... Na, ich muss das Fleisch loswerden. Ich glaube, das verdorbene Fleisch war hier drin. Jo. Also wenn... Sagen wir mal so ein Braten. Wenn der nur noch... ich sag mal... Ja. Drei Viertels an Haltbarkeit hat, dass man dann auch nur ein Viertel... an Leben zurückbekommt. Aber wie kompensiert man das? Man könnte das kompensieren, indem man das wieder so einstellt, dass es auf dem Grill halt nicht schlecht wird, ne? Also verdorbenes Fleisch, wenn darunter der Grill an ist, ja, gibt es ja eher selten, aber der Grill geht ja aus, glaube ich, wenn das Fleisch fertig ist, ne? Ja, dann wird es doch Sinn machen, ne? Okay, gut. So, dann werde ich mir erklären, was ich heute eigentlich vorhatte. Ich hatte heute nämlich vor... Ja, das Ding endlich zu bauen. Und zwar sollte das so sein, dass ich sowohl von hier oben, sehe ich das? Ja, da ist er, da. Von dem Ding hierher kommen und gleichzeitig von, also ungefähr so, ne? Also von da komme ich da hoch zu dem Watt. Da ist es, ne, das Ding. Und dann möchte ich gerne einen noch hin dahin bauen, dass ich von da auch hier rüber komme. Ja, möglicherweise hier oben dann nochmal von, ja, vom Vogelbad, aber ja, von da kann man es ja machen. Das würde ich dann auch nochmal anzeichnen wollen. Aber wie gesagt, das machen wir in der morgigen Folge. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gehabt euch gut und tschüss. So, das würde ich dann jetzt mal so lassen.